Hallo meine lieben Freunde, ich grüße euch aus der Sonnenstube der Schweiz. Heute geht es weiter mit Teil 17 von der Classic Space Basis Mock. Ich habe jetzt alle Innenräume fertig gebaut. Heute werde ich kein Speedbild oder so machen. Ich werde nur zeigen, was ich gemacht habe. Und das alles wie immer nach dem Intro. So, meine lieben Freunde, jetzt habe ich mal die Kamera ein bisschen näher rangebracht, um das besser anzuschauen. Letztes Mal habe ich ja nur das Kommandozentrum gebaut und einen Teil des Korridors. Jetzt habe ich alles, was noch gefehlt hat, fertig gebaut. Das heißt, das Bar-Restaurant, die WC-Bereich, die Schlafbereich, und dieser Vorratsraum da, oder ja, man kann es so sagen, irgendwie ein Vorratsraum oder ein Vorraum, sagen wir so, es ist ein Vorraum. Und jetzt zeige ich euch genaueres von dem, was ich gebaut habe. Mal schauen, was so geht. So. Es ist ziemlich groß. So. Also hier sieht man es schon mal. Das besser zeigen kann. Hier, also da, das ist dieser Vorratsraum oder Vorraum. Hier ist der Küchen, also Barraum. Da hinten ist das WC. Ich werde nachher die Kamera runternehmen und das näher zeigen. Es geht dann besser. Und hier der Schlafbereich. Das Ganze sieht man so jetzt mal so aus. Jetzt mit der Lampe oben wird es ein bisschen geblendet, die Fliesen. Ich glaube, es ist schon besser, wenn ich jetzt die Kamera runternehme und das Ganze einzeln zeige. Das Video wird wahrscheinlich nicht allzu lang sein, ich würde nur das zeigen. Heute baue ich nicht weiter, weil erstens habe ich momentan sehr wenig Zeit, so etwas weiterzubauen. Ja, und zweitens sind die Videos immer zu lang, habe ich das Gefühl. Jetzt mache ich ein bisschen kürzer. So, und jetzt mache ich einen Cut und nehme die Kamera runter. Später. So, jetzt sieht man hier die Basis. Mal ein bisschen von näher. Von nahem. Ich glaube, die Dings habe ich schon letztes Mal gezeigt. Das Kommandozentral. Eben was neu ist, zum Beispiel hier. Dieser Vorraum. Der Vorratsraum kann man eigentlich weniger sagen. Hier wird es einen Schrank geben. Jetzt weiß ich noch nicht, was ich rein tun werde. Etwas Großes sicher. Das wird eben so ein Schrank sein. Hier habe ich ein bisschen Blumen reingetan. Hier geht es ja zum ersten Pad. Landepad. Und jetzt kommt das Schönste. Ich finde, das ist das, was mir am besten gelungen ist. Und zwar diese Bar, Restaurant ist bisschen übertrieben, es sind ja nur zwei Tische. Aber eine Theke gibt es hier. Und eine Küche mit Gläser drauf. Das sieht so aus. Und da geht es ja zum zweiten Landepad weiter. Jetzt werde ich das Ganze ein bisschen. Zuerst zeige ich noch die Nasszellen, das sind eben diese WCs. Es sind eigentlich nur zwei WC. Und hier ist noch ein, ich zeige es nachher besser, wenn ich es drehe. Hier sind eben die Schlaf, zwei Doppelbette. Also, wie sagt man diese Bette da nicht, Doppelbette? Weiß ich nicht. ich weiß nicht auf Deutsch, wie sie genau heißen. Die aufeinander liegen. Und hier noch ein Tisch. Vielleicht so sieht man besser. Dann gibt es vier Betten sozusagen. Jetzt werde ich das Ganze mal drehen. Dann sieht man hier die andere Seite, die Tische von der Bar. Mit diesen Bildern, die ich hier aufgehängt habe. Dann das von da. Da sieht man jetzt nicht viel. Das Bett,
sieht man von so aus. Jetzt werde ich das Ganze nochmal so ein bisschen drehen. Wie gesagt, für mich ist das, was am besten rausgekommen ist in dieser Bar. Das ist wirklich gut gelungen, finde ich. Fliesenmäßig, ja, die Farbe stimmt so. Problem, ich habe zu wenig verschiedene Farben, also Farben Fliesen, die ich wollte haben. Haben wollte, ach, das Deutsch wieder heute. Deswegen habe ich hier hellblau mit hellgrau, aber das ist ein farbseltsam. Hier habe ich natürlich die Fliesen mit dunkelblau, hellblau schon besser, da schwarz, hellgrau, wie auch da überall. Ja, wow, das Bar-Restaurant ist wirklich gut mit diesen Gläsern drauf. Nasszelle, ja gut, die WCs habe ich ja gesagt, das sieht man jetzt nicht so, oder? Das ist das Waschbecken. Da habe ich auch ein anderes System gebaut, um dieses Waschbecken zu machen. Ich dachte, wie kann man jetzt dies am besten bauen, diese Waschbecken? Eigentlich ganz einfach, ich habe hier, mal schauen, ob ich das rausbringe, ja. Also einfach, ich habe hier so einen 90 Grad Stein genommen und da habe ich so eine Technikbrick mit einem Loch, oben dann so ein Disk, also so eine, wie sagen wir, eine Radarschüssel, klein, raufgesetzt. Also, ein bisschen dreckig, ja, das putze ich nachher. Und hier einfach so Dings als Hahn. Ganz einfach gemacht eigentlich. Das wäre eben das, diesen Waschbecken jetzt einzusetzen, jetzt nicht so einfach. So, jetzt habe ich es geschafft. Wenn die WCs, Moment, muss da den richtigen Winkel verwischen. So ist eigentlich ganz einfach gebaut. Sind nicht so speziell. Die Türen kann man aufmachen. Ah, ist da. Hier auch. Hier ist ein bisschen ein Problem, dass das da wegen diesem Waschbecken die Tür nicht ganz aufmachen kann. Hier haben wir die Bette, also die Doppelbette. Und wie gesagt, das andere habe ich schon gezeigt. Hier die Tassen und der Kochbereich. Das ist ein Ofen, den kann man auch aufmachen. Das ist die, wo man meistens auch bei mehr anderen Lego Cities haben, so. Jetzt habe ich hier nicht einzelne Runde, sondern ich habe da hier eine Art Keramikkochplatte genommen. Ich habe bei mir zu Hause selbst eine Art Keramikkochplatte und habe ich von dem, was ich habe, etwas umgeleitet, quasi abgeleitet. Ein paar Schränke und so. Anders habe ich nichts, das ist eigentlich alles, was ich noch gemacht habe. Es sind eigentlich diese vier Räume, die ich noch fertig gemacht habe. So, was wäre dann? Hier kann man natürlich auch die Minifigur reinsetzen. Sieht man, die passt schon. Also auch beim Bett, das ist natürlich da das Bett so gestaltet, aber theoretisch würde es Minifigur drauf kommen, also die Größe passt. Die Tische passen auch, habe ich auch ausprobiert, die kann man rein tun, die Minifigur. Von dem her ist alles okay. So, jetzt werde ich das Schlusswort noch machen und dann Ende. Eine Ewigkeit später. So, meine lieben Leute, das war's für heute. Er reimt sich sogar. Erstes Mal werde ich auch weiter aufbauen, also das Ganze noch ein bisschen höher bauen. Man sieht es schon besonders wegen den Betten, das ist ziemlich genau so hoch wie die Wand. Jetzt werde ich noch etwa zwei oder drei Dings weiterbauen. Das Ganze wird hier, wie ich schon letztes Mal gesagt, also hier vorne, man sieht da, also da vorne, ein bisschen verjüngt. Dann haben wir dann am Schluss dann noch eben ein Dach noch zu bauen, das nächste, übernächste Mal sehr wahrscheinlich. Und da sind wir eigentlich so gut wie fertig. Im Dach werde ich noch eine Kuppel machen, die da rein
also transparent ist, in Gelb. Leider habe ich noch Neongelb, leider kein dieses Gelb hier vom Classic Space. Das ist das normale Gelb hier, was ich hier zum Beispiel habe, das habe ich leider nicht in dieser Form. Sonst, anders wird es nicht, da wird sehr wahrscheinlich der Muck auch fertig sein. Ich schätze, bis maximal Teil 20 wird sehr wahrscheinlich das letzte sein. Heute ist ja der 17, ich habe noch 18, 19, ja, noch drei Teile und das bin ich dann fertig mit dem Muck. Vielleicht gibt es noch ein Zusatzteil, muss noch schauen, weil ich muss noch ein Schiff will ich noch bauen. Das mache ich dann separat, da wird es ja wahrscheinlich noch ein Zusatzteil, obwohl das nicht mehr zur Basis eigentlich gehört, sondern separat ein Raumschiff, ein weiteres Schiff zu bauen. Das wird dann eben separat noch schnell machen. Okay, das wär's. Nächstes Mal entweder machen wir ein Boot weiter oder sehr wahrscheinlich das nächste Toilino-Set, das ich gekauft habe. Das ist dieses hier. Das ist da ein Polizeibus. Das werde ich noch zeigen, das nächste Mal. Hat nur 224 Teile, ist relativ kurz. Da mache ich sicher ein Speedbild draus. Mal schauen. Oh, Unboxing und dann ein Speedbild. Das wär's. Bis zum nächsten Mal und bleib mir immer gesund. Wie immer. Ciao.